Die Active Knee Extension ist eine Übung als Stretch für die Kniebeuger, Hamstring-Muskulatur. Hierfür liegt Malik in der neutralen Position auf dem Rücken, Handflächen gegen oben, 45 Grad Schultergelenke. Das linke Bein bleibt jetzt vorerst gestreckt am Boden. Wichtig, dass es aber vollständig gestreckt ist. Er beugt das rechte Hüftgelenk. Jetzt nimmt er den Oberschenkel in die Hand und wird jetzt aktive Kniestreckung machen. Bis in die maximale Position der Streckung und erzeugt dabei über die Aktivierung der Strecke eine Hemmung der Beuger und überdies eine Verlängerung der Muskulatur. Das ist die Active Knee Extension. Bei der Straight Leg Raise und Leg Lowering Progression werden wir eigentlich ausgehend von der Active Knee Extension. Das Band hat Malik hier am Rücken eingespannt in der Lendenwirbelsäule. Er legt sich jetzt hin mit dem Band am Rücken und am Fuß, hält das Band in den Händen und wird jetzt aus dieser Active Knee Extension Position von vorhin, vom Stretching, in die maximal mögliche Streckung gehen des rechten Kniegelenkes, wobei links natürlich auch immer schön gestreckt bleibt. Und er wird sich hier mit Hilfe des Bandes zuerst in die negative Phase, in die exzentrische Phase bewegen. Das heißt, assistieren exzentrisch in der ersten Phase. Wobei er eben immer diese Knee Extension als Start gemacht hat. In der zweiten Phase wird er die konzentrische Phase assistieren mit dem Band. Und das kann er dann auch gleich mit der exzentrischen kombinieren. Und um es nochmal einen Schritt weiter zu machen, kann man jetzt den Fuß in der gestreckten Position bzw. das rechte Bein in der gestreckten Position abstützen, entweder mit dem Band oder auch an einer Wand. Das linke Bein mit einer Active Knee Extension anheben und in die exzentrische Phase sich bewegen. Und als schwerste Übung dieser Progression das linke Bein dann bereits gestreckt konzentrisch hochnehmen. Und dann wieder senken. Wobei man hier sagen muss, dass genau wie beim Active Straight Leg Raise als Test selber die lumbare Stabilität entscheidend ist, damit man nicht in diese Hyperlordose fällt. Und deswegen gehen wir Schritt für Schritt durch diese Progression durch. Das ist für den Active Straight Leg Raise. Beim RDL oder Russian Deadlift imitieren wir den Active Straight Leg Raise aus einer einbeinigen stehenden Position. Hierfür stellt sich Malik aufrecht hin, die Schultern sind außen rotiert, das heißt Handflächen nach oben, Daumen nach außen. Und aus dieser Position wird er auf dem rechten Bein stehend den Oberkörper nach vorne senken. Er hält jetzt diese Position kurz. Er ist von der Halswirbelsäule möglichst neutral, wir wollen nicht in die Überstreckung gehen. Gleichzeitig sehr wichtig hier, dass er mit dem Becken die Position hält und nicht in diese außen rotierte Position fällt. Und zudem das Knie vollständig streckt, Füße schön, 90 Grad Sprunggelenk, stabile Position und jetzt kommt er wieder nach oben und wird aus der aufrechten Position die nächste Wiederholung durchführen. Das ist der Russian Deadlift.